in Aktienfonds investieren und dabei gut schlafen können. Das ist ein hehres Ziel, auch von Dirk Stöver und seinem KSRM Value Quadrat Fonds. Wir wollen ihn vorstellen hier auf dem Fondskongress in Mannheim am Stand der Hansa Invest. Schön, dass Sie da sind. Geschäftsführer der Kontor Stöver Asset Management. Gucken wir doch gleich mal rauf auf den Fonds. Der ist noch nicht ganz so alt, 30 Monate. Wie hat er sich geschlagen und wofür steht das Quadrat im Fondsnamen? Wir sind sehr zufrieden jetzt in den ersten 30 Monaten. Wir haben eine Rendite erzielt von 14% bei einer sehr niedrigen Vola von 9. Und das ist in diesem sehr schwierigen Markt, ist das ein ganz tolles Ergebnis. Ja, wofür steht Value Quadrat? Value wird ja oft mit sehr einfachen Kennzahlen versehen, wie Kursbuchverhältnis, wie KGV. Und wir haben hier schon einen sehr viel tiefgreifenden Investmentprozess. Erzählen Sie uns mehr über die Strategie des Fonds, denn wir werden hier natürlich mit vielen Fonds konfrontiert auf diesem Fonds. Da ist es wichtig, dass wir auf die einzelnen Investmentkriterien schauen. Welche sind das bei Ihnen? Also wir haben einen sehr tief und einen sehr breiten Zahlenkranz über viele Jahre zurück. Und wir versuchen aus der Entwicklung der einzelnen Zahlen über die Jahre hinaus unsere Kenntnisse zu erzielen. Und haben dann letzten Endes einen Ist-Zustand, den wir ermitteln, einen Preis, einen fairen Wert, den wir mit dem aktuellen Börsenkurs abgreifen. Und je größer die Lücke im Sinne einer Unterbewertung sind, desto niedriger ist letzten Endes dann auch das Investitionsrisiko für den Investor. Value-Investoren haben zuletzt einen vergleichsweise großen Bogen um Technologiewerte gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe im Fonds, Herr Stöver. Sie nicht. Warum? Ja, letzten Endes kommt es ja immer auf den Reifegrad an. Und es gibt eben auch mittlerweile sehr große, erfolgreiche Technologieunternehmen, die jetzt nicht mehr dieses Wachstum haben wie in den Anfangsjahren. Das sind sogenannte Value-Tech-Werte. Und die haben wir auch groß gewichtet und die haben sich auch relativ gut geschlagen. Wir hatten ja eine Tech-Blase, die dann auch irgendwo sich entladen hat. Aber jetzt, nachdem die Zinsen auch wieder am langen Ende etwas zurückgekommen sind, sind diese großen Tech-Titel jetzt auch schon wieder gut gelaufen. Zurück zum gut schlafen können, denn das wollen viele Anlegerinnen und Anleger, ja. Und das wird gemessen mit dem sogenannten Drawdown. Circa 10% war dieser prozentuale Rückgang im vergangenen Jahr. Erstaunlich wenig im Vergleich auch zu anderen. Wie haben Sie das gemacht? Ja, an der Börse gibt es ja auch gewisse Jahreszeiten. Und nach einem sehr heißen Sommer gibt es dann irgendwann die ersten Herbststürme. Und das haben wir dann irgendwann gesehen im 2021 im Herbst, als die Inflationsrate angestiegen ist. Und da haben wir schon auch mit Zinssteigerungen gerechnet. Und wir haben dann entsprechend einige Segel eingeholt, etwas defensiver aufgestellt, etwas Absicherung eingezogen und auch etwas Cash aufgebaut und haben uns dann auch auf die ganz großen Titel konzentriert. Und das war in dieser Phase sehr wichtig. Also halten wir fest, Tech ist okay, Value ist okay und das Ganze mit viel auch defensivem Charakter, damit die Anlegenden ruhig schlafen können. Das sagt Dirk Stöver hier am Stand der Hansa Invest auf dem Fondskongress in Mannheim. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.